Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute geht's mal um tiefsitzende Traumata, um tiefsitzende Verletzungen, die unser aller Verhalten prägen. Und jeder von uns wurde einmal traumatisiert. Das müssen jetzt nicht immer die großen Dinge sein. Das können so ganz kleine Schocks, so ganz kleine Verletzungen sein, die auch im Alltag dir widerfahren. Zum Beispiel, du hast das Gefühl, du bist gut drauf, alles passt und auf einmal passiert irgendetwas. Jemand ruft dich nicht zurück und Ärger steigt auf einmal auf. Oder du hast das Gefühl, jemand ignoriert dich oder ist unhöflich zu dir und auf einmal ist die ganze Stimmung wieder weg. Und dann übernehmen oftmals solche Verletzungen, solche alten Traumata so dein Erwachsenenbewusstsein und du kannst da nicht zugreifen, sondern steckst in diesem Film fest, bist da einfach eingefroren, festgefahren. Und heute werden wir schauen, wie wir ein bisschen in diese ganz tiefen Schichten so mit energetischer Arbeit so eindringen können und da auch natürlich diese Verletzungen lösen können. Wenn wir jetzt über Traumaarbeit sprechen, bitte, dann rede ich noch einmal auf der energetischen Ebene. Das heißt, wenn dir irgendwas zu unangenehm wird während der Reise, kannst du natürlich jederzeit aussteigen. Also du musst jetzt nicht alles durchleiden oder wenn was zu intensiv ist, dann atme einfach dreimal tief ein und aus und steig wieder aus. Da kann jetzt nichts Großartiges passieren. Also nicht, dass du jetzt Angst hast, dass da jetzt irgendwas ganz Dramatisches hochpoppt, mit dem du nicht umgehen kannst, sondern wir werden das eh so durchführen, dass du da ganz gut und klar und sanft hingeführt werden kannst. Gut, dann atme jetzt einfach mal tief ein und wieder aus und schließ mal deine Augen. Und mit jedem Atemzug, den du tust, wirst du immer ruhiger und entspannter. Und erlaube dir mal ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zu kommen. Ganz anzukommen, aus dem Alltag rauszugehen und absolut bei dir anzukommen. Und du kannst jetzt vorstellen, dass du auf einem Weg bist zu einem Vortrag, einem Vortragsabend. Und da geht es um Schocklösung und Traumalösung. Und ich habe besonders angesprochen bei diesem Vortrag, bei diesem Inhalt von diesem Vortrag, dass du gelesen hast, die Muster, die dich übernehmen, wo du das Gefühl hast, du steckst einfach fest. Und ganz oft werden solche Muster natürlich in Partnerschaften getriggert. Wo du das Gefühl hast, du sitzt auf einmal festgefahren in einem Gefühl und kommst nicht mehr aus dir heraus, kannst auch nicht mit deinem Partner kommunizieren, weil du womöglich ganz in dich zurückgekehrt bist, also ganz in dir feststeckst und bist also hilflos diesen Emotionen ausgeliefert. Und jetzt schau einfach mal, denn wenn du diese Reise machst, dann erinnerst du dich auch an gewisse Muster, die du empfindest. Vielleicht Ärger, der einfach in dir aufsteigt in gewissen Situationen. Eine Ohnmacht, die bei dir aufsteigt. Und während du jetzt zu diesem Vortrag unterwegs bist und auch langsam ankommst, weißt du, dass eine absolute Spezialistin, ein absoluter Spezialist spricht da jetzt über Traumata und wie man diese lösen kann. Und dieser Spezialist hat schon unendlich viele Menschen aus ihren Traumatas geführt. Es ist wie eine weise alte Frau oder ein weiser alter Mann, fast wie eine Großmutter oder ein Großvater. Und du bist jetzt in diesem Vortrag und spürst mal die Präsenz der Rednerin oder des Redners und spürst, dass du hier gut verstanden und aufgehoben bist. Du spürst, du bist zu einer Person gekommen, wo
eine tiefe, tiefe Weisheit innewohnt. Und erlaube dir jetzt mal, während du bei dieser Person bist, bei dieser Speakerin, bei diesem Speaker bist, mit dieser enormen Erfahrung, fällst du langsam in diese Muster rein, in diese Handlungen, wo du vielleicht ohnmächtig wütend bist, wo du verschlossen bist, wo du kühl bist, wo du grausam bist, wo du vielleicht gemein bist oder irgendetwas mit Humor überspielst oder sarkastisch bist. Und du erlaubst dir jetzt anzunehmen, ja, ich bin traumatisiert. Ja, ich mache das nicht, um das Verständnis von anderen zu bekommen oder mich dadurch zu entschuldigen. Ich entschuldige mich nicht, auch wenn ich das Bewusstsein jetzt habe, ich bin traumatisiert. Aber ich erlaube mir jetzt auf einen Heilungsweg zu gehen. Ich bin traumatisiert, wie jeder andere auch auf dieser Welt. Und manche sind schwerer traumatisiert, andere nicht so schwer traumatisiert. Aber es ist völlig okay. Jeder hat seine Traumata und seine Narben. Und erlaube dir jetzt einfach mal diese Traumata und Narben ganz bewusst ins Licht deines Bewusstseins einfließen zu lassen, soweit es für dich in Ordnung ist. Schau einfach mal, auf welcher Ebene das Gefühl hast, vernarbt zu sein. Das, was in dir steckt, wo kommt denn ein Unwohlsein her? Kommt es eher aus dem Herzen, eher aus dem Bauch raus? Wo hast du das Gefühl, dass dieses Trauma oder die Traumata am ehesten stecken bei dir? Und nun spüre mal, dass rund um dich ein Milieu des Verständnisses aufgebaut wird. Und das muss nicht das Verständnis von jemandem sein, den du wirklich kennst, sondern es ist einfach nur die Energie des Verständnisses. Du wirst verstanden und du wirst genau dort abgeholt, wo du auf deiner Heilungsreise mit deinen Traumata stehst. Du wirst genau dort abgeholt, wo du auf deiner Reise, auf deiner Heilungsreise mit deinen Traumata auch stehst. Und durch dieses Verständnis und diese Abholung spürst du jetzt etwas bewusster noch einmal deine Verletzungen und Traumata. Und der nächste wichtige Punkt, um diese Verkrustungen, diese Traumata zu lösen, denn jedes Traumata ist letzten Endes eine Anspannung, eine Verkrustung, ist jetzt auch die Hingabe, die Weichheit, das Annehmen und Zulassen von Heilung. Die Hingabe, Weichheit, Annehmen und Zulassen von Heilung. Und jetzt mach dir mal bewusst, auch wenn du so vielleicht noch nie gedacht hast, dass irgendwo an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, in dieser verständnisvollen Atmosphäre, auch Hilfe für dich da ist und dass du diese Hilfe auch annehmen kannst. Und jetzt fließt mal alles in dich rein, was du benötigst, damit du diese Hilfe annehmen kannst, damit du überhaupt die Erlaubnis geben kannst, dich aus diesen Traumata zu lösen, zu erlösen.
Unendliches Verständnis, unendliches Zuhören und unendliche Hingabe fließt in dich ein. Ganz viel Geduld, ganz viel Vertrauen, ganz viel Flexibilität fließt in dich ein. Und es ist fast so, als hättest du einen perfekten Reiseführer oder eine Reiseführerin getroffen, die dich genau dorthin bringt und dorthin führt, wo du hin sollst. Und dieses innere Licht erstrahlt jetzt. Und es sind wirklich diese Verkrustungen, es ist wirklich etwas, was in dir noch einmal steckt. In deinem Unterbewusstsein oder deinem Herzen, wo auch immer du das verortest, da darf jetzt eben Heilung und Hingabe einfließen. Und auch diese Heilung darf angenommen werden. Und fühl mal tief in dich ein, fühl mal nach, spür mal die Qualität deiner Traumata oder des Traumas, was du jetzt spürst. Und spür einfach mal, dass es da Lösungen gibt. Und dass diese Lösungen und diese Heilung jetzt auch in dich einfließen kann. Diese Lösungen, diese Heilung kann jetzt in dich einfließen. Und du spürst, wie sich jetzt dieses Verkrustete, dieses Feststeckende langsam öffnet und dadurch Transformation möglich ist. Und du spürst jetzt, dass du so tief, tief in dein Innerstes gehen kannst und absolut Entwarnung geben kannst. Ich muss jetzt nicht stark sein, ich muss nicht alles alleine schaffen. Was auch immer dafür Enttäuschungen drinnen sind. Keiner versteht mich wirklich. Ich werde nicht verstanden, ich habe kein Verständnis. Und alles, was da drinnen ist, gesagt, dieses Negative, dieses Traumata, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. All diese Programme dürfen sich jetzt transformieren zu Liebe, Leichtigkeit, Vertrauen und Wohlwollen. Liebe, Leichtigkeit, Vertrauen und Wohlwollen. Du kannst wahrnehmen, wie du freier wirst. Das öffnet sich immer mehr. Und je freier und offener dein Energiefeld wird, umso mehr Rückhalt und Stabilität fühlst du auch hinter dir. Alter Stress, alte Verletzungen, die aus diesen Traumata erwachsen sind, transformieren sich jetzt. Vielleicht auch ungesunde Beziehungen zu Freundinnen, Freunden, Arbeitsbeziehungen. All das kann sich jetzt auch lösen. Die ungesunden Beziehungen zu Menschen. Und du spürst jetzt ein tief violettes Licht, das in dein Nabelchakra einfließt, das dir den Rücken stärkt.
Und du spürst jetzt, wie all die Unsicherheiten, all die Anstrengungen aus dir abfließen. Und du spürst, dass du freier und klarer wirst. Sehr gut. Nun atmest du mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass sich diese Verkrustungen gelöst haben, dass da eine tiefe Bewegung in deinem Energiefeld stattfindet. Und dass ganz alte, tiefsitzende Traumata sich lösen können. Und damit auch der ganze Druck. Und du spürst, dass du ruhiger wirst, entspannter wirst. Und erlaube dir jetzt mal wahrzunehmen, dass diese Traumata eigentlich alte Einschränkungen waren. Und je mehr sich die lösen und je mehr Licht und Klarheit und Bewusstsein sich in dir manifestiert, umso weiter und freier wird auch dein Handlungsspielraum. Auch deine sozialen Kontakte, dein sozialer Radius kann sich erweitern. Du spürst selber, wie du offener wirst, wie du freier wirst. Wie vielleicht viele so gespeicherte Vorurteile gegenüber deines Umfelds sich gelöst haben. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du berührt wurdest. Dass bei dem Vortrag, wo du warst, diesen traumalösen Vortrag, sich dir berührt und verändert und transformiert hat. Und fast so wie ein Schmetterling, der einen alten Kokon abstreift und seine Flügel ausbreitet, verlässt du jetzt diesen Vortragsraum und fühlst dich klarer und freier. Und du spürst, wie du leichter bist, wie du inspirierter bist und wie die Energie durch dich hindurchfließt. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und lass noch einmal so diese Schocklöser, diese Trauma lösen, alles in dich einfließen. Und das schwemmt nochmal alles heraus aus deinem System. Alle Traumata, die sich jetzt noch lösen dürfen. Atme nochmal tief ein und wieder aus und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck deinen Körper mal durch, beweg dich mal und bedank dich vor allem bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung. Und erlaube dir jetzt mal ganz entspannt und ganz in einer Ruhe, einer tiefen Ruhe nachzufühlen. Und zu spüren, was sich verändert hat. Und wenn du
damit fertig bist, dann öffnest du deine Augen, atmest nochmal tief ein und aus, kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück, streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine, fühlst nochmal etwas nach. Und erlaubst dir dann ganz frei und unbeschwert in dein Alltagsbewusstsein zurückzukehren. Wie ist es dir bei der Reise gegangen? Ich freue mich auf deine Kommentare und natürlich deinen Daumen hoch. Teil das Video und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald einmal wieder persönlich bei einem Termin oder bei einem Workshop. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Danke fürs Dranbleiben. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Tschüss.